Hallo, grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir schon ein bisschen einen Frühlingsstart. Man sagt, es ist der Dezember, aber der startet gern mit wunderschöner Frühlingsform. Und da sind wir mit dem Neonpink ganz gut dran. Erstens einmal ist es frisch und fröhlich. Ich sage das zwar immer wieder, aber es ist einfach so ein Motto von mir. Und bei der Hanna sind wir jetzt einmal ganz schwarz gekleidet. Sie ist mit einer Monari-Hose, einem Monari-Pulli. Wenn ich jetzt ganz anders kombinieren würde, also wenn jetzt die kalte Jahreszeit kommt, gibt es ein Überkleid, ganz ein tolles dazu. Kann man ohne Hose natürlich auch tragen als Kleid. Dann kommt der tolle Wickelgürtel. Unser kuscheliger Schal von Opus, also diese Linie ist von Opus, ist wirklich ein wunderschönes Thema. Wird der Hanna natürlich auch gut stehen. Dann gibt es eine tolle Mütze dazu. Und das macht natürlich das Outfit wieder perfekt. Jetzt gehe ich auf mein Outfit ein. Ich habe einen Makarellbläser an. Also das ist so ein Basic-Bläser. Da gibt es eine Hose und einen Rock dazu. Und unsere tollen Future-Hosen von MAC. Also das ist auch was butterweich, ganz leicht. Ich sage einmal, da haben 2-3 Kilo Leichtplatz. Die Keksezeit ist natürlich auch jetzt, also man möchte sie genießen. Und unsere tollen Puppen haben wieder das Outfit dann von Monari. Einen Mosmosch-Bläser, ein Monari-Kleid. Und das haben wir mit den tollen Pink kombiniert. Und dass wir der Hanna ihr Outfit trotzdem wintertauglich machen, kommt die kuschelige Weste von Monari. Die ist auch wirklich oversize geschnitten, kann man von Größe 34 bis 46 tragen. Und ist so ein richtig kuscheliger Wintermantel. Und auf unsere Accessoires dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wäre als Weihnachtsgeschenk natürlich auch super geeignet. Es gibt eine tolle Tasche wieder von Hilfiger. Innen mit einem Zip, also da kann ich wirklich die Wertgegenstände reingeben. Und links und rechts ein Magnet, das hält dann super schön zusammen. Wird bei mir passen, wird bei der Hanna passen. Und eine schöne Glitzermütze dazu. Und die schaut natürlich super aus. Also ich kann es euch gerne mal aufsetzen, wenn ihr wollt. Die Zeit habe ich auch schon mitgemacht. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich fühle mich wohl. Es darf ein bisschen regnen, ein wenig nieseln. Also man wird sicher nicht krank mit der Mütze. Und bei der Hanna natürlich die tolle Opus. Und das sind heute unsere Outfits. So verabschieden wir uns heute. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Am Prinzi hat es natürlich auch Spaß gemacht. Der rührt sich überhaupt nicht. Er weiß, er kommt heute ins Fernsehen. Und ich sage, pfiat euch, eine schöne Zeit. Eure Silvia Otzinger. Ha ha.